komme nicht mal so weit. Mit der ersten Reihe hier drunter stellen, mit der zweiten Reihe da oben drauf. Auf jeden Fall nach hinten. Oh nein, das ist die Rakete. Dahin. So, hier hin. Dahin. Dahin. 2, 3. Hier hin. Dahin. Dahin. Dahin und dahin. Ich würde sogar sagen, dass wir nochmal eins zurückdrücken, dass wir hier das High Ground haben gleich. Ist zwar ordentlich. So. Ich hasse diese Raketensperre. Immer hier hoch. Und die Schützen kommen zwei höher. Sie sind bekommen. So. 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 Der letzte Mann hier mit seinem, naja, ohne Schild eigentlich. Und dahin. Ja, Positioning, ne? Der Feind ist verwirrt, so. Weiß nicht, was sie tun sollen. Auf 6. Okay. Kino! Schlägt zu. Die KI ist sehr unschlüssig. Ich meine, es sind 6 Stück, aber trotzdem. Eigentlich könnte ich voll in die Offensive gehen, aber ich sehe es nicht ein. Das ist eine gute Position. Sollen sie doch herkommen. Ja, die Wurfäxte hier. Das ist hier alles Schnee, es ist sehr anstrengend hier rumzulaufen. Ich soll halt da hinten bleiben. Tomiko ist halt noch nicht so extrem gut. So. Sehr schön. So, wir haben es gleich. Wir ziehen dich auch näher. Du kannst da unten dann helfen gleich. In der Mitte, falls die mal dann ankommen, sie oder sie entscheiden, mal anzukommen. So. Sauber draufgelegt, die zwei Äxte. Weniger. So, John. Den Kampf. Da liegt der nächste.
Zweimal getroffen, sehr schön. 70 reicht nicht. Kino versagt auf ganzer Linie. Aber er will nicht gegen unsere Schildwald kämpfen. Ich kann es gar nicht verstehen. So. Noch wer? Nee, eigentlich nicht. Okay. Scheiße, dass wir da jetzt echt dran müssen auf die Art und Weise, aber was soll's. So, weg mit dir. Das ist das, was die Axt mit Leuten macht. Gut, Keno. Rehabilitiert, würde ich sagen. Okay. Ja, Hanke und Chrissy. Spaß da unten, habe ich gehört. Tja. Für Chrissy wird es jetzt aber übel da unten. Das Kino. Sie ist quasi tot. Und nur quasi. Ach komm schon. Ich jetzt ihn rein, rotieren Taggen rein. Taggen überlebt einen Schlag. Taggen kann das schaffen. Okay. Oh, er hat man nicht getroffen, das ist nett. Das Taggen schafft es auch zu treffen, was sehr gut ist. Falscher Schütze. So, gut. Ist immer noch verwirrt da oben. Ja, die stellen wir da jetzt nicht wieder ran. Das wäre, glaube ich, ziemlich blöd. Okay, er flieht. Dann können wir dich doch ranstellen hier. So. Run them down. Der Charakter-Positionswechselfähigkeit ist schon gut, finde ich. Sehr praktisch. Ja, ja. Sag immer. Ich sag schon immer, Rotation rettet Leben. Das macht halt echt einen Unterschied oft. So, gut. Ja, leichte Verletzungen für Chrissy. Zerstörte Finger. Ein Ellbogen auch zerstört. Sprained Ankle. Crushed Windpipe. Ja, immerhin diese wunderschöne Helme abbekommen hier mit 145. Mehrere Zweihandwaffen, mehrere Einhandwaffen. Bisschen Geld, bisschen alles. Irgendwie ist schlecht, wie wir dafür bezahlt wurden, haben wir ziemlich abbekommen. Ich sag ja, die Reavers sind schon bitter. Die tun schon ganz schön weh dafür, dass es eigentlich nur so Pseudotypen sind. Erbarmkämpfen ist wirklich wenig, sag ich mal, erfreulich. Ich hätte die Sachen vergessen. Nein. Wollte ich nicht eigentlich. Ja. Moment mal. Ah, nee, ist okay. Was das gleich für eine Sache ist, dann reparieren wir die erstmal alle hier. Dann verkaufen wir sie zu Höchstpreisen natürlich. 105. Ja. So, die Leute, die
kaputt sind, dürfen raus. Die Ersatzleute dürfen rein. Ja, schon die ventriste Axt, die haut schon gut rein jetzt. Wohin? 210 Kronen. Strauffacht im Südwesten. Jetzt noch nicht, wir wollen ja noch mal kurz nach Westen gehen zu den Citadels hier oben. Sieben Barbaren, hä? Hm? Aber nur Frauds und Warhounds. Goblin Raiders. Okay. Erzborg. Also, wir haben 10.000. Was sagen die Preise an diesem wunderschönen Ort? Preise sind, glaube ich, schlecht. 19. So, Fälle. Ein bisschen Zeug zum Futtern. Okay. Wow. Umbat the Lucky und Meinrad One-Shot. Ich will doch einfach nur mal den verdammten Hunter mit mehr als einem Range-Stern. Und nicht Farmhands mit 3 Range-Sternen oder Fischer mit 4 Range-Sternen. Weil hier richtig an den Arsch der Welt. Goblins, dafür sind unsere Schützen ehrlich gesagt zum Glück nicht gut genug. Tell the Beast Hunter, Torkel the Krugel. Squire, recht günstig. Beast Hunter ist auch ein ganz guter Schütze, aber jetzt nicht überragend, so auf Poacher-Niveau, glaube ich. So, Egbert ist ein Swordmaster. Keine Hedge Knights. Fall oder Traxton hier gerstet, das kann man noch machen. Vielleicht die letzte Mission für heute. Ach, warte mal, die haben Ambush Trade Routes, das heißt, wir können vielleicht gut verkaufen. Für wie viel? 23, oh ja. Zack, zack. Ja, so viel ist es ja nicht, was wir verkaufen können, aber... Ja, 105er, 115, 110. 80er. Sind wir bei 10.000, was uns nicht zu viel bringt, solange wir keine gescheiten Backgrounds finden. Okay. Ich könnte wieso ihr seid eigentlich alle Wegwerfcharaktere. Und dass ich, wenn ich mit den Noobs hier gerade gekämpft habe, ist kein Wunder, dass wir so abgekackt haben, eigentlich gesagt. Nee, habe ich ja nicht. Mit denen gekämpft. Okay. Sagen, John bekommt wieder sein Warbrand wieder fürs Erste. Und dann noch einen zweiten Mann mit Schild. Dass wir hauen Ottmar raus. Das Raiders sind natürlich ganz gerne ein wenig mehr Flails dabei. Trifft halt, Alter, trifft nie im Leben was mit dem Wert. Das heißt, Bastelny muss in die erste Reihe. Man kommt in die zweite mit dem Teil in der Hand. Und 40 Bastelny bekommt. Eine Flail. Eine 10. Und 40, das sollte eigentlich passen, so. Ja, nur in der zweiten Reihe, die teilweise quasi ja verschont werden sollen. Beziehungsweise nicht sterben so schnell. Wo sind denn die Tracks? Doch, die wollen uns unbedingt angreifen, ne?
Oh mein Gott. Wenn wir jetzt sterben, ne? Ah, oh, natürlich. Ja. Die werden uns jetzt in Stücke schießen. Vor allem sind wir noch oben auf dem scheiß Berg drauf, ey. Jetzt sind wir sichtlich bluten. Wenn es nicht sogar das Ende der Kampagne ist. Weißt du, der Kampf wäre schon schlimm genug, ja. Aber wir sind auch noch so gespawnt und sie obendrauf. Das ist echt. Prozent, hm? Versuche ich es überhaupt? Wow. Ja, wir werden sterben. Es frenziert. Nicht treffbar offensichtlich. Der wird auch eh gleich verbluten. Ich weiß, wir sind auch gleich fertig mit dem Stream. Jetzt. Wieso bin ich da die ganze Zeit? Ja. Komm hoch. Ja. Wir treffen auch nicht viele gerade, wobei Zwerne waren dieser Art jetzt nicht so geil sind gegen Goblins, ganz grundsätzlich. Oh ja, und jetzt der Sturm den Hügel rauf. Ah. Eto Charlie. Okay.
Tjani. Wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir tot. Oh wow, wir haben ihn getroffen. Das zu töten da unten. Okay. Wow, der 5% getroffen noch da. Sehr schön, der flieht auch. Das ist okay. Tom, ich würde gleich sterben. Ja, wenn Trista. Bei der Audi nicht mehr besonders lange machen. Dieser elende Schnee, der macht's echt nicht besser. Kommt da nicht mal gescheit drauf. So. Der eine flieht immer noch nicht. Der Rest, der Chain Panic, war gleich ganz gut. Auch noch da. Mitjani. Nein! Tank, du musst jetzt mal da runter. Kino. Ja. Wenn es nicht mal Kino mehr schafft, dann ist klar. Also hier hoch, die können wir dann gleich nochmal. Oh Gott, der blutet auch schon. So. Noch hier drauf, ich kann noch mal drauf. Okay, hier hoch. Nicht viel Kopfpanzerung. Der haut ab. Okay, dann mal hier runter. Zehn Prozent immerhin. Zum Beispiel Bastille mit am besten hochgehen, der hat noch genug Panzerung. Der Schnee, ne, der macht's echt nicht besser. Ich hoffe, der Hund das schafft. Oh Gott, jetzt tut er uns noch piercen da unten. So. Sehr gut. Na kommt schon. Oh, hier drauf. Er ist tot. Gut. Wir müssen dem Hund helfen. Der wird wohl fliehen können. Down. Da, unserem Hund ein Headshot. Einer von denen hier schaffen. Ziel ja auf ihn hier. Wer ist das überhaupt? Das ist Bang. Bang sollte es eigentlich schon schaffen, tatsächlich.
Du, fahr das mal hier, ne? Wir wollen ja nicht. Ich hoffe nicht, dass der Footwork macht, die runtergeht und uns killt. Es wäre wieder so ein typischer Dick-Move, ne? Ach. Sehr gut, Footy macht gute Arbeit. Scheiße. Das könnte noch sehr schlecht enden, wenn Bang jetzt nicht trifft. Gut. Hälfte der Hurensohn hat überlebt und er hat... Oh, der pierced lang. Er ist also eigentlich tot. Ja, Hanke sollte eh sterben. Level-Lapfer, Hermann, Keno, Taggen, John und Tomiko. Wir müssen aber echt aufpassen. Oh wow, wir haben den Hund... Oh Gott, den Falken fast verloren. Und der ganze Rüstung, glaube ich, auch verloren. So. Jetzt aufpassen, ne? Ach, das war tatsächlich... Ja, es waren mehr als 12. Ja, super. Super. Scheiße. Oh mein Gott. Okay, ja, einer der Leute, die sterben sollten, sind tot. Ist das nicht großartig? Ottmar. Darf gratulieren zur Beförderung. Borsbier für dich. Sonst wird eigentlich eh nichts, aber egal. Amberstern ist schon besser. Also Level Up für John. Level 7. Level 7. Level, oh Gott, Level 7. Ich kann schon nicht mehr sehen, ey. Noch mit dir. Stellen schon echt auf die Außenbahn, oder? Das wird, glaube ich, echt das Beste sein. Das 42 hält er ja gut was aus, ehrlich gesagt. So, und Helfrich ist natürlich etwas kaputt. Du kennst ihn ein wenig, ja. Bastian, wir kriegen jetzt den Vogel. Okay. Hermann. Hermann braucht definitiv giftet. Dass jemand so etwas bringen will im Leben. Wahrscheinlich ist es dadurch zwar nicht, aber naja. So. Ja, wer ist eh verletzt? Also kommt jetzt Wolfram für ihn rein. Das war nicht mal der eigentliche Kampf, ja. Ich finde es gerade echt erstaunlich, dass wir das wirklich noch überlebt haben. Das hätte echt ganz anders enden können. Okay. Zum Glück kann ich das Spiel mittlerweile so halbwegs vernünftig spielen. Früher wäre das total in die Hose gegangen, wir wären gestorben. So. Tomiko kriegt Bullseye. Kino. Anticipation. Immer noch ein bisschen mehr Resolve. Taggen. Genius kriegt Underdog, würde ich sagen. Nein, die Kabel gerade auch noch nicht. Einzelne mal nicht. Okay. Meine Fresse, sind wir. Ja, so viele Leute, trotzdem haben wir nicht genug, um alle auszutauschen, die verletzt sind. Ja, das ist doch echt nicht wahr. Wir müssen mal hier eine Notrekrutierung nehmen. Wir brauchen mehr. Torkel. Torkel the Cruel. Blutdürstiger, gieriger Brawler. Günstiger Mann für die erste Reihe. Ein Squire könnte gut sein. Ist es aber nicht. Kill der Beastmaster. Beastmaster haben ganz gute Events und so ein Scheiß. Er ist brave. Range Defense Melee Skill. Brave ist gut eigentlich.
2 Fatigue, kurzsichtig. Was ist mit Ulfert? Skill plus 5. Jenna an komischen Orten. Dann nehmen wir lieber dich mit. Das ist die Frage, wollen wir Till mitnehmen wegen dem Background? Ich denke schon. Okay, so ein paar neue Leute in der Truppe. 53, 56, 33. Das ist schon okay. So, ihr habt auf jeden Fall viel Fatigue, so wie das sein sollte bei Brawlern. Ja, du bist definitiv eher ein Nahkämpfer als ein Fernkämpfer, würde ich sagen. Vielleicht irgendwas Hybrid-Schleudermäßiges oder so. Ehrlich gesagt bist du gar nichts. Außer wegen dem Trade, du bist jemand, der an der Außenseite steht und dann und Schüsse kassiert fürs Team. Das kannst du behalten. Das ist zu viel für dich, definitiv. Haben wir noch irgendwas, was ein bisschen ganz so heftig ist? Also ihr könnt ihr auf jeden Fall tragen hier, oder? John muss sich jetzt so ein bisschen erholen. Gibt es denn von euch einen, den ich am Leben halten will? Ist denn dich? Und du in die zweite Reihe. Du bekommst... Habe ich das Ding gedroppt von den... Nee, die zweite Waffe ist nicht gedroppt, leider, von den Goblins. Das wäre nett gewesen. Doch. 70 und du hast auch plus 10%. Nee, plus 5%, aber das ist okay. 1, 2, 3, 4. Ja, K ist extrem zugedichtet. Und Till hat natürlich noch. Der braucht ganz dringend. Ja, Nahkampf, Nahkampf. Ich denke, Nahkampf, ja. Gut. Dann bin ich gleich bei der 40er. Nimm mal das Ding hier und nimm dir ein Schwert. Dann nee, nimm dir ein Spear. Du nimmst dir auch ein Spear? Ja. Und krieg den Spear. Der Gewinn-Trista chillt mal jetzt mit dem Ding, oder? Alter Vater, wir sind so kaputt. Also nicht nur HP, sondern auch alles. Okay. Ich wollte den Stream ja schon beenden. Eigentlich, aber ich denke, den Auftrag machen wir eigentlich noch, ja, eigentlich. Und nochmal schauen wegen den Preisen, ja, die sind bei 20. Ihr könnt die ganzen Goblin-Geschichten jemand verkaufen. Den Poison kann weg. Nicht alle weg. Wir behalten sogar noch ein paar. So. Wir haben jetzt 18 Leute sich in der Truppe. Okay. Eine Sache noch. 2 Flails in dem Team. Ja, mit 2 Flails können wir, denke ich, arbeiten. Gut, jetzt aber wirklich zum eigentlichen Auftrag, ne? Ach, ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch... Oh, das sieht nicht so gut aus. Wir haben einen Platz für dich. Okay, war das hier schon angeschlossen? Ein fast gefrorener Typ. Der könnte ein sehr guter Kämpfer werden. Oh nee. Nein. Ja, es ist wieder abgestürzt. Jetzt vielleicht? Ah, oh, es geht. Okay, es hat sich wieder gefangen. Oder? Ne, jetzt geht's wieder nicht mehr. Okay, alles klar. Wir werden mit dem Team abbrechen für heute.
Jetzt mal, wenn ich ins Inventar gehe, ist alles kaputt. Ich hoffe, es geht beim nächsten Mal noch. Das ist jetzt permanent kaputt, deswegen, weil das Event schon so komisch aussah. Na egal, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind dem Tod noch knapp entkommen. Hoffentlich ist der Safe nicht kaputt jetzt oder so. Das wäre ganz bitter. Ich werde es wahrscheinlich gleich nochmal testen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Torren.